Frau Merkel, Herr Steinbrück möchte gerne einigen wenigen da oben ein wenig wegnehmen und es denen da unten geben. Das klingt doch erstmal sehr christlich. Klingt wie eine gute Idee. Wie sieht es nach 4 Jahren, nach 4 weiteren Jahren mit Ihnen in der Regierung aus? Haben die Leute bessere Finanzen oder schlechtere als mit Herrn Steinbrück? Ich glaube, dass wir da die besseren Konzepte haben. Denn die Frage ist doch, wie kommen Menschen zu mehr Geld? Und das kann nur über Arbeit sein. Natürlich muss jeder von einem Vollzeitjob auch leben können. Das wollen wir auch. Wir wollen allerdings, dass die Mindestlöhne nicht einheitlich durch die Politik festgelegt werden, sondern dass die Tarifpartner dies tun. Das haben wir für 4 Millionen Menschen bereits gemacht in Deutschland, in vielen Branchen, in der Leiharbeit, in der Pflege. Und das werden wir auch weiter tun. Und ich bin der Meinung, dass wir alles daran setzen müssen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und neu geschaffen werden und dass wir nichts tun dürfen, was Arbeitsplätze in Gefahr bringt. Und die Steuererhöhungspläne der Sozialdemokraten und der Grünen bringen mit sich, dass die Gefahr besteht, dass wir die gute Ausgangslage, die wir jetzt haben, verschlechtern und nicht verbessern. Denn es sind in der Tat Menschen, die viel verdienen, aber das sind Selbstständige, das sind Mittelständler, das sind Handwerker. All die, die dafür auch zeichnen, dass mehr Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich eben gerade dann nicht mehr auseinandergeht, wenn mehr Menschen in Arbeit kommen. Und es gibt von den Vollzeiterwerbstätigen heute nur einen kleinen Teil, der aufstocken muss. Jeder Einzelne ist zu viel, das sage ich ganz ausdrücklich. Aber wir haben in den letzten 4 Jahren allein fast 1,9 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Davon 1,2 Millionen solche, die voll Arbeit sind sozusagen. Und diesen Weg müssen wir fortsetzen, denn das ist ja nicht nur eine Zahl der Arbeitsplatz, sondern der Arbeitsplatz ist auch die Möglichkeit eines Menschen, sich zu verwirklichen, für seine Familie einzustehen. Und deshalb werde ich nichts unternehmen, was da die Menschen in Schwierigkeiten bringt. Wenn alles so hervorragend läuft, Herr Steinbrück, wie Angela Merkel jetzt sagt, warum wollen Sie den Deutschen dann mit Ihren Steuererhöhungen die Stimmung vermiesen? Das tue ich nicht. Wir wollen ja nicht alle Steuern für alle erhöhen. Das ist die Geisterbahn, in die uns unsere politischen Konträren hineinführen wollen. Natürlich, um allen Deutschen Angst zu machen. Aber wir haben in den letzten 10, 15 Jahren ja folgende Entwicklung gehabt, nämlich, dass es eine deutliche Schere zwischen Arm und Reich gibt. Die großen Gewinner sind die hohen Einkommen, die hohen Vermögensbesitzer. Und da sagen wir, die haben eine Verantwortung dafür, für 4 Zwecke auch stärker zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beizutragen. Für Bildung als dem Schlüsselfaktor der Zukunft unseres Landes, für Infrastruktur, für die Kommunen, die teilweise finanziell marode sind, und zum Schuldenabbau sind die 4 Zwecke, weshalb wir sagen, dass die 5 oberen Prozent der Einkommensbezieher und derjenigen, die in der Vermögensentwicklung die Gewinner sind, stärker herangezogen werden. Was heißt das aber jetzt, dass Angela Merkel uns nicht die Wahrheit sagt, wenn sie ein ganz anderes Bild entwirft, das ebenso klang wie, man braucht keine Steuererhöhung? Ja, die CDU, CSU und die FDP versucht den Eindruck zu erwecken, als ob die Sozialdemokratie mit einer kalten Hand nun versucht, in alle Portemonnaies und Handtaschen reinzugreifen. Das ist erkennbar Propaganda. Ich habe auch nicht die Absicht, bei der Unternehmensbesteuerung etwas zu tun, was diese Unternehmen daran hindert, ihr Eigenkapital zu verbessern oder zu reinvestieren. Davon kann gar keine Rede sein. Bei Mindestlöhnen, um darauf zurückzukommen, wenn Sie erlauben, ist das, was Frau Merkel als Lohnuntergrenze will, etwas ganz anderes als ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Das ist ein Flickenteppich von Branche zu Branche, von Region zu Region. Und vor allen Dingen, es gibt viele Menschen, die bereits nach einem Tarifvertrag bezahlt werden, aber unter 8,50 Euro. Und die gucken durch die Röhre. Das sind die Gelackmeierten bei der Lohnuntergrenze von CDU, CSU. Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die in der sozialen Marktwirtschaft für die Tarifverträge zuständig sind, mehr von den Arbeitsplätzen verstehen, auch bei den unteren Löhnen, als wir als Politiker. Es kann nicht sein, dass nach demjenigen, der am lautesten ruft, dann jeweils der Mindestlohn erhöht wird. Das halte ich für falsch. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Projekte haben wie Infrastruktur, Bildung, Kommunen, Schuldenabbau, das ist ja gar kein strittiger Punkt unter uns. Aber die Frage ist nur, Herr Raab, ja, das möchte ich gerade jetzt erläutern, dass wir jetzt, wo wir viel Beschäftigung haben, so viel Steuereinnahmen haben, wie wir sie nie hatten. Und mit denen müssen wir auskommen und ich sage, mit denen können wir auch auskommen. Wenn wir jetzt diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, durch Vermögenssteuer, durch höhere Spitzensteuersätze in eine Lage versetzen, wo sie nicht mehr Arbeitsplätze schaffen. Dann haben wir zum Schluss Steuern erhöht, aber weniger Steuereinnahmen. Und das wäre genau der Fehler. Und deshalb setze ich hier darauf,
möglichst viele Menschen in Arbeit bringen. Diejenigen, die etwas unternehmen wollen in unserem Land, die Unternehmer, der Mittelstand, die Familienunternehmen, nicht sozusagen in Schwierigkeiten zu bringen. Und daraus wird erwachsen, dass wir unsere Aufgaben besser erfüllen können. Und der Flickenteppich, von dem Herr Steinbrück eben sprach, dieser Flickenteppich, den kennen wir in der Tariflandschaft für alle Branchen heute. Der hat sich in der Bundesrepublik Deutschland bewährt. Das ist nämlich eine angepasste Lohnfindung. Und ich sage noch einmal, Gewerkschaften und Arbeitgeber haben hier die Möglichkeit, ihre Erfahrung einzubringen. Ich halte dies als Ausdruck der sozialen Marktwirtschaft für die richtige Lösung. Sie kommen also ohne Steuererhöhungen aus, um diese Finanzierung zu treffen. Wir haben aber ein viel größeres Problem, nämlich den Schuldenberg, auf dem Deutschland sitzt. Wir sprechen davon 2 Billionen Euro, das sind 2000 mal 1 Milliarde. Und wie wäre es denn, wenn Sie ab sofort keine Schulden mehr machen würden? Wenn Sie ab sofort vielleicht einfach jeden Monat 1 Milliarde zurückzahlen, ja, dann wären wir nur das mal, das klar ist, dass die Dimension mal klar ist, dann wären wir bereits 2184 schuldenfrei. Oder ist Ihnen das zu ehrgeizig? Wir haben uns vorgenommen, ab 2015 Schulden zurückzuzahlen. Die Schuldenberge sind entstanden von all unseren Vorgängern, muss man sagen, spätestens seit den 60er Jahren. Da muss wirklich gearbeitet werden. Und was wir jetzt geschafft haben in diesen letzten 4 Jahren, das ist ja wirklich relativ sensationell. Wir kamen aus der schwersten Wirtschaftskrise, die Deutschland erlebt hat. Wir hatten 2009 noch eine Neuverschuldung angenommen von über 80 Milliarden Euro. Und wir kommen jetzt 2015 zu einem Punkt, wo wir sagen, wir können beginnen, Schulden zurückzuzahlen. Und diesen Weg möchte ich nicht aufgeben, denn wenn wir jetzt Arbeitsplätze in Gefahr bringen, dann haben wir wieder weniger Steuerzahler. Und wenn wir weniger Steuerzahler haben, haben wir weniger Steuereinnahmen und dann können wir weder investieren noch Schulden zurückzahlen.